Und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen, Freunde des gepflegten Klemmbausteinbaus. Heute mal wieder zu einem Set von Qmen, beziehungsweise hier unter dem Namen Keyplay. Und zwar haben wir hier die Keyplay K10108. Den genauen Setnamen kann ich euch jetzt leider nicht vorlesen. Ich bin leider der Sprache nicht mächtig. Wenn es natürlich einer von euch sein sollte, schreibt es gern in die Kommentare. Auf jeden Fall handelt es sich hier um eine Frau aus dem asiatischen Raum oder wie ich es mal nennen sollte. Ich habe ehrlich gesagt mit dieser asiatischen Kultur nicht so sehr viel am Hut. Aber ich fand es als Deko-Objekt und wie es beworben wurde wirklich knuffig. Und dementsprechend wollte ich mir das Ganze mal gerne anschauen, was das Set hier kann oder eben auch nicht kann. Und es euch auch gerne vorstellen, falls ihr vielleicht mit der Kultur oder dem Lifestyle dort was anfangen könnt. Es gibt ja auch viele, die irgendwie chinesische, japanische Badezimmer oder ähnliches haben wollen. Und ich denke, für solche Leute ist auch so etwas interessant. Auf der Seite sehen wir nochmal die späteren Abmaße des Sets. Und zwar sind es 63 mm in der Breite, 47 mm in der Tiefe und am Ende 102 mm und damit knapp 10 cm in der Höhe. Auf der Seite seht ihr nochmal ein Partnerset dazu. Wenn ich euch das auch mal vorstellen soll, sagt mir da gerne Bescheid. Und auf der Rückseite sehen wir auch nochmal die Rückseite der Frau. Und ihr seht hier mal, wo ich das Ganze gekauft habe. Und zwar im Shop vom lieben Thorsten. Und zwar der Steingemachtes GmbH. Dadurch, dass die Packung klein ist, nehmen die Steinetüten auch einen großen Platz in der Packung ein. Und deshalb kommt die Anleitung leider etwas sehr geknickt raus. Aber das Ganze lässt sich mit ein bisschen Druck von oben auf jeden Fall beheben. Und ich finde es jetzt auch zum Bau nicht so sehr schlimm. Es ist ja auch kein großes Sammlerset, wo dann die Anleitung in einem perfekten Zustand sein muss oder ähnliches. Auf der Rückseite sehen wir auch noch ein paar andere Keyplay-Figürchen. Die Werbung sei Keyplay auf jeden Fall gegönnt. Und ansonsten ist die Anleitung klein und handlich. Sie ist auf jeden Fall klammergebunden, aus einem hochwertigen Papier gemacht und es wird nicht komplett ausgegraut, was gebaut wurde, sondern die Farben werden verblasst dargestellt und was neu gebaut wird, wird in Vollfarbe dargestellt. Und insgesamt haben wir 18 Seiten und 37 Bauschritte, bis die gute Dame fertig ist. Ich fange jetzt auf jeden Fall an zu bauen und wir sehen uns gleich, denke ich mal, mit dem fertigen Set wieder. Ich gehe davon aus, bei so wenigen Teilen und so wenigen Bauschritten brauchen wir keinen Zwischenbauschritt, außer es fällt etwas besonders negativ oder eben auch positiv auf. Dann würde ich noch einen kleinen Zwischenbauschritt mit reinnehmen. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß bei dieser Review. Und fertig ist die Keyplay K10108. Und ich muss sagen, auch wenn das natürlich kein weltbewegendes Set ist, hatte ich mit dem Set super viel Spaß. Es war ein super entspannter Bau. Die Steinequalität ist wirklich herausragend. Also man hat hier keinen Unterschied gemerkt, ob man nun mit einem guten Lego-Stein oder eben mit Keyplay bzw. Qmen-Stein baut. Das war richtig, richtig fantastisch. Ansonsten ist der Bau so ähnlich wie bei den Brickheads, wo ich euch auch schon ein paar vorgestellt habe davon. Ist natürlich bei so einer Figur auch völlig nachvollziehbar. Aber auch die Anleitung war halt einfach perfekt und der Bau war super entspannt. Also das ist so ein richtiges Set, was man am Abend nach einem stressigen Arbeitstag zum Runterkommen bauen kann. Man baut, wenn man langsam baut, ungefähr eine halbe Stunde und hat in der Zeit aber immer Spaß. Und dabei entsteht noch diese schöne Figur. Jetzt könnt ihr euch natürlich fragen, ey Valleybrick, du bist doch so gegen Sticker, warum hast du denn die vielen Sticker hier aufgeklebt? Jetzt habe ich euch erwischt. Ganz ehrlich, jetzt habe ich euch erwischt, weil das sind keine Sticker. X-Faktor, das Unfassbare. Präsentiert von Valleybrick. Das hier sind alles Prints und dann auch noch Prints mit einer herausragenden Qualität. Schaut mal, wie die Prints alleine zwischen den Steinen einfach perfekt passen. Und dann sind das auch noch solche Prints, die relativ dick aufgedruckt sind und man kann den Print fühlen. Und damit sind sie auch super deckend und es sieht halt einfach richtig, richtig gut aus. Und wir haben nicht nur diese Prints, sondern es geht hier weiter. Auch die Arme sind beprintet und auch dieser Arm ist beprintet. Also wie viel Mühe allein in die Prints gesteckt wurde, ist unglaublich. Und auch sonst gefällt mir einfach jedes Detail, was hier gebaut wurde. Und wie gesagt, ich bin jetzt nicht dieser riesen Fanboy der asiatischen Kultur, da ich jetzt hier noch sehr große Sachen über die Herkunft oder die Bedeutung dieses Sets beantworten kann. Aber den Anspruch wollte ich an dieses Video gar nicht stellen. Ich fand das, wie gesagt, knuffig. Und als Deko-Element wollte ich euch das Ganze mal vorstellen. Und da hat es meine Erwartungen zu 100% erfüllt. Und obwohl ich kein riesiger Fanboy von dieser Kultur bin, werde ich mir das aufstellen, weil ich es einfach super finde und der Bau hat mir super viel Spaß gemacht. Und das zeigt mir persönlich, dass es nicht die riesigen Sets braucht, um am Ende des Tages mit Klemmbaustein Spaß zu haben. Auch mit so einem kleinen Set, in dem aber so viel Liebe steckt, kann man richtig, richtig was erleben.
Und das kann man wahrscheinlich auch nur nachvollziehen, wenn man so ein kleines Set mal selbst gebaut hat. Man kann dann bei diesem Set auch die Figur abnehmen und hat den Stand für sich. Das wird nur auf 4 Noppen platziert. Es ist natürlich ein ganz einfacher Stand, aber auch ein bisschen schön mit ein paar Blümchen dekoriert. Das Highlight ist natürlich trotzdem diese Frau. Und dann ist es auch noch super. Dieses Set ist auch wirklich stabil. Es ist natürlich kein großes Spielset, aber ich kenne Deko-Sets, die man aus Versehen mal vom Regal schmeißt und dann sind sie in 1000 Einzelteile zerbrochen. Das ist bei diesem Set nicht so. Es gibt eine Sollbruchstelle, die kaputt gehen wird, und das ist dieses Haarteil. Ich kann es euch ja mal zeigen, wir lassen das fallen. Selbst das ist jetzt dieses Mal nicht abgefallen, wir können es nochmal fallen lassen. Okay, und dann hat sich genau das bewahrheitet. Die Frau ist komplett ganz und nur dieses Haarteil ist abgefallen. Und jetzt habe ich natürlich eine etwas begrenzte Höhe auf dem Schreibtisch, aber ich habe es mal aus ungefähr 2 Metern Höhe probiert und das Ergebnis war ganz ähnlich, nur dass noch dieses Teil hier aus der Hand gefallen ist. Und das macht es für mich noch zu einem viel besseren Deko-Set, dass eben so ein kleiner Fauxpas nicht gleich dazu führt, dass man in dem ganzen Haus Teile suchen muss. Also wer auf jeden Fall ein Fan von den Lego Brickheads ist, wo wir ja auch so eine Comic-ähnliche Darstellung haben, also sehr eckig, der wird mit diesem Set auf jeden Fall sehr viel Spaß haben. Und ein super extra Punkt ist es noch, wenn ihr euch selber vielleicht mehr für die asiatische Kultur interessiert als ich. Aber das ist meiner Meinung nach ein super, super unscheinbares Set, auch wenn man das jetzt hier so in der Verpackung sehen würde. Aber ein persönliches Highlight, was ich in diesem Jahr gebaut habe. Und das finde ich selbst wirklich spannend, weil ich in diesem Jahr sehr viel gebaut habe, auch an größeren Sets. Und ich eben mit diesem entspannten Bau hier fast noch mehr Spaß hatte, als an so manch großem Set. Ein kleines Edit, was ich in der Schwärmerei vergessen habe. Dieses Set kostet um die 5 bis 8 Euro neu, je nachdem wo ihr es kauft. Und dann müsst ihr euch mal überlegen, ihr bekommt dieses Set mit den ganzen Prints, die ich auch schon im Video gezeigt habe, für das Geld. Und andere Hersteller wollen euch erzählen, die Prints sind ja zu teuer. Das ist schon wirklich sehr interessant. Wenn ihr natürlich dieses Set selber besitzt oder ein anderes Set aus der Reihe, dann schreibt mir da gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Das würde mich wie immer sehr interessieren, ob ihr das genauso gefühlt habt wie ich oder das vielleicht ganz anders gesehen habt. Und ihr könnt damit eben auch der Community sehr viel weiterhelfen, indem ihr eure Erfahrungen teilt. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, auch wenn es ein kleines Video war, dann könnt ihr wie immer gerne einen Daumen nach oben und ein Abo dalassen, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein. Euer Valleybrick.